Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Beginnen wir in der Distanz mit einem bescheidenen Überholmanöver. Doch wir hätten die Szene nicht genommen, wenn es das schon gewesen wäre. Der Überholte ist mit dem Fahrverhalten nämlich gar nicht einverstanden, was dem Überholer kalte Füße beschert. Alles gut? Alles gut, fragt er. Bei dem Audi-Fahrer hier wohl eher nicht. Da du angeblich einstehst, aber andererseits willst du auch deine Likes und willst deinen Zuspruch und dann doch die Komplimente für deinen geilen Körper haben. Ja, du bist ohne. Du willst stark sein, auch wenn du es vielleicht gar nicht bist. Alter. Und präsentierst dich dann vielleicht. Hätte es hier jetzt geknallt, wäre die Dashcam vom Einsender sicherlich hilfreich gewesen. Deshalb nochmal der Hinweis: Nur noch heute bekommt ihr auf Amazon die Viofo A119 Mini 2, eine wirklich gute Dashcam, die nach vorne filmt, für 116 Euro. Mit unserem Code RLP Mini 2 spart ihr nochmal weitere 5%, das wären dann 110 Euro in der Endsumme, statt des UVPs von 160. Eine wirklich prima Dashcam für den Preis. Schaut gerne mal in den ersten Link in der Videobeschreibung. Das Angebot endet heute Nacht. Eine Schweigeminute für deinen Reifen. Nein, Blödsinn. Ich quatsch natürlich weiter. Ich weiß doch, wie gern ihr meiner engelsgleichen Stimme lauscht. Apropos Engel, einem Englein wäre das Kind hier auch beinahe begegnet. Fährt man so Fahrrad oder was? Schlafen! Die Wortwahl ist sicherlich zu überdenken. Richtig finde ich es aber auf jeden Fall, das Kind hier auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Genau die scheint er bei allen anderen Menschen zu hinterfragen. Richtig so eigentlich. Aber ich schreibe ja gerade kein Buch über die Feindbilder von Jörg Thaddeus. Ich möchte meine auch über Fresse. Ali, über jeden Seltschuk und über Schurpe Kannst XY Scherze machen dürfen. Dann beschleunige, und das kann wenn ich aber erst dann überholt, machen, wenn sichergestellt Alter, ist, dass die 100%... Zack, gestriffen. Sehr ärgerlich, vor allem weil die Parklücke ja wirklich nicht klein ist. Noch fahren wir mit 220. Hier auf den Kastenwagen links achten. Erst dicht auffahren, dann rechts überholen und dann mit viel zu wenig Abstand wieder auf die linke Spur ziehen. Besser geht's nicht. Hier in den Sparteilen des der nette Pfeil zeigt euch, wo die Musik spielt. Etwas oberhalb auf der Empore über der Turnhalle blickt Schulleiterin Gwen auf das wilde Treiben. Pja, das war wohl nicht so smart, hm? Hier geht's um den BMW vor uns, dessen Fahrer ist offenbar etwas abgelenkt und bleibt vorm Kreisverkehr stehen. Gut, kann mal passieren, aber das scheint bei dem Fahrer Dauerzustand zu sein, wie wir im weiteren Verlauf sehen. Das hier ist mal was ganz Neues auf dem Kanal, ein Clip aus einer Überwachungskamera. Seht einfach mal selbst, noch steht das schöne Tor. Tür auf, herein. Über die Abbiegespur noch schnell an allen vorbei, Sternzeichen BMW. Und ja, natürlich, das können die Fahrer aller Marken. Links der Audi-Fahrer zeigt dem Fahrschüler vor uns gleich erstmal, wie es richtig geht.
Eine enge Kurve, beste Gelegenheit, die Spur zu schneiden. Auch mindestens jede zweite Folge dabei, zweispuriges Linksabbiegen. In den allermeisten Fällen endet es allerdings unfallfrei. Naja, hier dann nicht. 12.000 Euro Schaden plus Leihwagen plus Anwalt und Wertminderung. 3,5 Wochen musste unser Einsender auf sein Auto verzichten. Radfahrer müssen überholt werden, auch in der Kurve. Was sich diese Hermes-Fahrer aber auch immer alles erlauben. Sind generell oft die Kasten- und Sprinterfahrer, die wir hier sehen. Ich weiß, dass sie oft Zeitdruck haben und trotzdem entschuldigt das nicht solche Überholmanöver. Hier mal wieder ein Paradebeispiel für Ungeduld. Bei uns geht's nicht weiter. Ja, da kann man doch mal durch die Baustelle fahren, um schneller voranzukommen. Blöd nur, dass da Sachen stehen. Der schiebt da jetzt so eine Batterie für die Barken vor sich her, reißt das Kabel ab. Manche Leute sind wirklich einfach völlig schmerzfrei. Denen ist alles egal, solange es ihrem eigenen Vorteil dient. Jetzt wird dann auch blöd geguckt, was man denn da gemacht hat, und dann wird weitergefahren. Damit haben wir hier nichts anderes als eine Fahrerflucht. Und auch wenn ich es nicht beweisen kann, würde ich wetten, dass der hier nicht den entsprechenden Stellen Bescheid gegeben hat, was er hier fabriziert hat. Ach, guck mal, wie glücklich das Vieh da rechts in deiner Scheibe ist. Mal sehen, wie lange noch. Dass das Rückwärtsfahren dämlich ist, ich denke, das ist keine Frage. Ein kurzes Hupen fände ich hier auch nachvollziehbar. Allerdings muss dieses Dauerhubkonzert aus meiner Sicht wirklich nicht sein. Hier auf dem Rastplatz schlafen Leute und auf die kann man ja wohl mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Hier sind wir in Dänemark unterwegs, ich glaube, das ist neu auf dem Kanal. Zeig uns doch mal was von deinen guten Reaktionen. Bist du bescheuert, du Arsch, ey! Meine Fresse! Und zu guter Letzt noch eine bescheidene Situation. Unser Einsender hätte jetzt zwar Vorrang gehabt, weil er zuerst in der Engstelle war, er hätte aber wegen rechts vor links den Mercedes-Fahrer im Anschluss sowieso fahren lassen müssen. Entsprechend wäre es wohl einfacher gewesen, vor der Verkehrsinsel zu warten und dann weiterzufahren, wenn der Mercedes passiert hat. Zeit für uns mal ein Dank an alle Kanalmitglieder auszusprechen, dafür, dass ihr unsere Arbeit unterstützt. So, geht's jetzt hier auch mal weiter? Dann kann ich nämlich das Schlusswort sprechen. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Bitte beachtet, dass wir aktuell Einsendepause haben. Lediglich besonders spannende und oder interessante Clips nehmen wir unter spannend@rlp-cam.com entgegen. Vielen Dank. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin fahrt gut und besser und ciao ciao.